Moin und hallo aus Cuxhaven, ich bin Nora. Moin, ich bin Bertil. Wir stehen auf der Platte, vorne, ganz rechts außen, mit dem wunderbaren Blick auf die Nordsee und die ein- und auslaufenden Schiffe. Hätten gar nicht damit gerechnet, wir wollten eigentlich nach Hause oder müssen nach Hause und sind noch eine Runde gefahren, um uns die wunderbaren Wohnmobile anzuschauen und siehe da, der Platz war frei, sind wir reingefahren. Ne? Haben erstmal geguckt, überlegt, geht das noch einen Tag länger oder geht das nicht? Haben ein bisschen rumtelefoniert, geht. Und haben uns vorgenommen, euch unseren Kastenwagen vorzustellen. Ja, wir wollen die Zeit nutzen. Es ist ein bisschen bedeckt heute. Was kann man da Besseres machen als einen schönen Film über unseren Kastenwagen? Viel Spaß dabei. Viel Spaß. Jetzt schauen wir hinten mal in den La Strada rein und werfen einen Blick in den Kofferraum. Sei mal so gut, mach mal die Türen auf, bitte, Nora. Wir haben uns da ein System eingebaut aus Vierkant-Alu-Leisten. Das könnt ihr als Meterware kaufen. Rechts haben wir die Aufnahme für die Stühle und Zubehör. In der Mitte haben wir uns eine Kleiderstange zusätzlich eingebaut und eine Kiste dient zur Aufnahme unserer Auffahrkeile. Links sind drei Kisten, da könnt ihr Wasserzubehör für Wasser tanken und Schuhe, und ganz unten haben wir noch eine Ersatzkassette in der Kiste drin. Da könnt ihr so einiges reinpacken, was euch so einfällt. Die Gesamthöhe sind hinten ungefähr 86 cm, da kann man schon was basteln. Und ganz links ist unser Elektroblock, und damit wir uns den mal näher anschauen können, ist Nora mal so gut und nimmt die Kisten raus. Jetzt werfen wir mal einen Blick in unsere Elektroinstallation. Ganz oben haben wir einen Wechselrichter, 1500 bis 3000 Watt Sinusleistung, damit wir unsere Elektroverbraucher, die wir nicht über 12 Volt laden können, aufladen können. Darunter ist ein Booster, der lädt die Batterie während der Fahrt mit 45 Ampere. Und jetzt wird es interessant, dass da unten ist eine Lithiumbatterie mit 160 Ampere. Super feine Angelegenheit, keine Stromprobleme mehr. Wir haben keinen Kabelsalat, wir müssen kein Stromkabel ziehen. Und dahinter hat man einen Blick in die Heizungsanlage. Im tieferen verbirgt sich dann eine Truma Dieselheizung, also Gasschleppen haben wir abgeschafft. Gas dient bei uns nur noch zum Kochen. In der Mitte nochmal den Blick in den langen doppelten Boden. Der läuft also von hier hinten einmal durch bis vorne und hat noch eine ganze Menge Stauraumböden, die wir euch nachher nochmal bei der Roomtour zeigen. Was eine schöne Sache ist, ist bei den beiden Längsbetten in der Mitte haben wir eine Klappe und so kommen wir auch von innen an unseren Kleiderschrank. Ich mach das mal hier. Auf der rechten Seite nochmal ein kleines Staufach. Hinter den Stühlen ist dann die große Klappe für 211 Kilo Gasflaschen, die wir ja gar nicht nutzen. Da stehen nochmal Eimer drin und Zubehör zum Befestigen der Markise etc., Sturmbänder und solche Geschichten. So sieht das Ganze aus. Also auch im Kastenwagen kann man Platz haben. Oben auf dem Dach könnt ihr so auf der linken Seite, auf der Heckseite, so einen runden schwarzen Punkt sehen. Da werde ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen. Das ist die Antenne für unseren Router. Wir betreiben den mit einer D2-Karte und das ist eine Auto-Außenantenne für verbesserten Empfang. Jetzt gehen wir hier mal an der linken Seite des Wagens vorbei. Was wir hier sehen, ist der Auspuff und die Belüftung der Truma Dieselheizung 6 kW. Da links die normale Toilettentür mit Sog. Allseits bekannt, Entlüftung der Kassettentoilette.
Was uns hier sofort auffällt, sind die ORC-Felgen. Das sind 18 Zoll Aluminiumfelgen, die wir mit 255er Reifen fahren und mit einem Reifendruck zwischen 2,7 und 3 Bar. Das ist erheblich weniger Reifendruck, als ich beim Ducato serienmäßig bereift fahren muss. Da liegen die Reifendrücke bei 4,5 bis 5 Bar. Ist natürlich viel angenehmer und weicher zu fahren. Jetzt schauen wir uns den Wagen mal von innen an. Ich versuche mich mal bis zum Heck durchzutasten. Ich hänge hier gerade zwischen den Fahrersitzen. Ist gar nicht so einfach, hier hochzukommen. Wir haben euch mal so ein bisschen die Schubladen aufgemacht. Hinten haben wir zwei Längsbetten. Die könnt ihr natürlich auch miteinander verbinden. Und darunter haben wir Schubladen, Schubladen, einen Kleiderschrank. Ich mach den mal auf. Der ist sogar beleuchtet. Rechts die Nasszelle mit Waschbecken, Bodenwanne, Fenster und Dachluke. In dem hinteren Heckstaukasten habe ich einen Router eingebaut. Ich versuche mich da mal ranzutasten. Nora hält die Taschenlampe. Ich hoffe, ich denke, so kann man es, glaube ich, sehen. Das ist ein Router, den man mit einer D2 oder ähnlichen Handykarte betreiben kann. Der ist angebunden oben über eine Dachantenne aus dem Kfz-Bau, wird meistens bei Reisebussen etc. verwendet, sodass wir immer und ständig einen verstärkten Internetzugang haben. Feine Sache, hat sich bewährt. Früher haben wir mit so kleinen Antennen gearbeitet, die man auf den Tisch stellt und solche Geschichten oder diesen Surfsticks und sowas. Das hier ist wirklich professionell und das bringt Power und Empfangsleistung. Was wir ganz toll finden, das ist der doppelte Boden, den der Wagen hat. Dadurch gibt es eine ganze Reihe Stauräume, die sich im Moment unter dem Teppich verbergen. Das zeige ich euch jetzt mal. Begeistert sind wir von dem doppelten Boden, den der Wagen hat, da wir da nochmal richtig was unterbringen können. Ich habe die Klappen schon mal aufgemacht. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Der hintere Stauraum unter dem Längsbett geht einmal durch bis zum Waschraum. Dadurch können auch lange Gegenstände verstaut werden. Oder man nutzt ihn als Wäscheabwurf. So machen wir das. Der große Bodenraum zwischen Kühlschrank und Bad dient bei uns als Getränkekammer. Direkt im Eingangsbereich befindet sich nochmal ein Bodenraum, der mit der Heizung verbunden ist. Der verfügt über einen Heizungsausströmer. Wunderbare Sache, um Schuhe oder nasse Handtücher zu trocknen. Gerade im Winter. Unterm Tisch befindet sich nochmal ein geteilter Stauraum. Super Sache.